Richard Gere, 75 Jahre alt, zählt zu den bekanntesten Frauenschwärmen Hollywoods. Durch Rollen wie in Pretty Woman eroberte er die Herzen der Zuschauer. Doch im echten Leben zeigt sich der Schauspieler von einer anderen Seite. In der deutschen Ausgabe des Playboy verrät er überraschende Ansichten zu Beziehungen. Beziehungen sind so etwas wie ein Handelsgeschäft: ich gebe dir etwas und du gibst mir etwas dafür, sagt Gere. Das ist nicht wirklich Liebe, sondern eine emotionale Transaktion, fügt er hinzu. Wahre Liebe findet er eher im Verhältnis zwischen Eltern und Kindern. Für ihn steht die Familie unumstritten an erster Stelle. Wenn ich eines Tages auf dem Sterbebett liege, denke ich sicher nicht an meine Filme, betont er. Stattdessen werde er an seine Frau, seine Kinder und enge Freunde denken. Seine Liebe zu Ehefrau Alejandra Silva. 41 Jahre alt, zeigt sich auch in seinen Taten. Aus Liebe zog er von den USA nach Madrid, um ihr Heimatgefühl zu stärken. Ich bin vor allem für meine Frau nach Spanien gezogen, erklärt Gere im Interview mit Bild. Gemeinsam mit ihren Kindern wagten sie den Schritt nach Europa. Alejandra habe ihre Heimat sehr vermisst, daher die Entscheidung zum Umzug. Richard Gere zeigt sich als Familienmensch, dem seine Lieben über alles gehen. Seine Prioritäten liegen bei den Menschen, die ihm nahestehen. Seine Sicht auf Beziehungen unterscheidet sich von seinem Leinwandimage. Richard Gere spricht offen über seine wahren Gefühle und Wertvorstellungen.